Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox OS, Apps installieren. Um neue Apps zu installieren, bedient man sich der Marketplace App. Einfach einen Scope weiter und auf Marketplace klicken. Hier werden die Apps präsentiert und können problemlos installiert werden. Die Apps können in Kategorien hier ganz oben aufgelistet werden und eine spezielle Suche ist ganz oben über das Suchfeld genauso erdenklich. Ganz unten werden die beliebtesten und auch neuesten Apps vorgestellt. Mittels Zahnradschaltfläche oben rechts kann man sein Konto verwalten, sich registrieren und anmelden. Bei einer Anmeldung werden unter meine Apps die installierten Apps angezeigt. Hier ist es schon die Wikipedia-App. Und können von dort aus auch gestartet werden, indem man hier auf den Button Starten klickt. Unter anderem sind die Apps auch bei jedem anderen Firefox OS-Gerät verfügbar. Ebenso kann man auch noch Feedback verschicken. Und nun zu den Apps. Klickt man auf eine App, zum Beispiel jetzt hier mal SoundCloud, kann man sich durch Screenshots, eine Beschreibung und Erfahrungsberichte ein besseres Bild von der App machen. Hat man sich nun entschieden, will man die App installieren, klickt man hier jetzt zum Beispiel auf den Button Kostenlos. Dann kann man den Vorgang entweder abbrechen oder bestätigen mit dem blauen Button Installieren. Das mache ich mal, Installieren. Und SoundCloud wurde installiert, wird unten angezeigt. Nun zurück. Nun wird die App auch unter Meine Apps angezeigt und kann von hier aus auch wieder gestartet werden durch den Button Starten. Bei kostenlosen Apps muss man sich nicht erst registrieren und anmelden. Die kann man so installieren. Und die neuen Apps werden mir hier ganz vorne auf dem ersten Scope angezeigt, zum Beispiel hier Wikipedia und SoundCloud. Mittels Webbrowser Firefox über die Seite marketplace.firefox.com sind die Apps ebenso ansprechbar. Hier werden alle Kategorien aufgelistet und auch die beliebtesten und auch neuesten Apps. Man kann sich ebenso mit seinem Konto anmelden, wenn man sich registriert hat. Einfach anmelden. Und dann gibt es hier bei der Zahnradschaltfläche die gleichen Funktionen. Mein Konto, meine Apps und Feedback und Abmelden. Das war User Paul vom Screencast. Ciao und viel Glück.